Ja, und herzlich willkommen hier bei Evansville Umamus Tramfan 011 zu diesem sehr kurzen Video, das jetzt vielleicht nur 5 Minuten höchstens dauert. Vielleicht. Ja, und zwar geht es heute mal um kurz mal um LED-Filament. Dieses Mal nicht von Osram, sondern mal von Müllerlicht. Das wollte ich schon wieder Müllermilch sagen. Warum will ich immer Müllermilch sagen? Ja, und zwar um diese Müllermilch. Jetzt sage ich, wollte ich schon wieder Müllermilch sagen, ja, Herrschaft. Das ist hier schon wieder ein halber Outtake. Um diese Müllerlicht-LED-Filaments. Um eine zumindest versus einer Osram. Hier liegen sie auch. Das ist noch eine Osram aus dem Body, wo noch funktioniert hat. Nachdem ja die eine ja schon wieder gesponnen hat. Also die Osram, die fahren auf jeden Fall mit jedenfalls nicht lange gehalten. Die eine hier geht noch. Deswegen habe ich die jetzt auch noch nicht in die Bastelkiste, in die Schrottkiste gelegt. Die habe ich jetzt einfach hier mit reingelegt, die andere Osram. Ja. Und wie man auch schon sehen kann, ist hier natürlich noch eine Müller, natürlich auch Unterschied von den Filamente. Aber bevor ich jetzt richtig anfange, habe ich nur leider noch eine kleine schlechte Nachricht. Da ist mir leider vorhin ein Unfall passiert. Ja, und zwar hier. Ich glaube, man kann es auch schon erkennen. Und zwar natürlich, wo ich das Testfeld vorhin geholt habe, weil ich, ist mir diese Lampe hier leider blöd umgekippt. Blöder Standort, im Nachhinein merkt man es erst. Ist mir die Lampe hier so umgeflogen. Hier auf die Lampe hier drauf. Und jetzt ist die leider hier hin. Die Röhre hier. Ja. Die ist im Arsch. Blöd ist passiert. Aber kann man jetzt auch nichts mehr machen. Ja, aber gut. Von da gibt es ja, glaube ich, auch irgendwo ein Video, wo ich zusammen mit Feuchtraumleuchten gemacht habe. Da lebt die auch noch. Ist mir auch heute erst passiert, frisch. Das heißt, ich werde aber mit der Röhre noch einen extra Versuch machen. Werde die mal so auf den Balkon stellen und einschalten. Mal schauen, was passiert. Könnt ihr euch auch schon freuen, ein kleines Experiment noch damit zu machen, bevor ich die Lampe hier rausnehme aus der Fassung. Wahrscheinlich würde ich das, ja, mal gucken, was die macht. So, und dann fangen wir jetzt an mit dem LED-Filament-Video. Gut, und wie schon gesagt, vergleichen wir jetzt mal den Müllerlicht mit L. Und eine Osram. So, hier kann man auch schon das Label sehen. Das ist jetzt mit der Taschenlampe jetzt natürlich wieder blöd, dass ich es nicht so schön zeigen kann. Ja, dann muss ich vor allem mit meinem Fokusproblem wieder nachhelfen ein bisschen. Ja. Ja. Ich kann auf jeden Fall schön sehen. Müllerlicht. Und hier daneben haben wir jetzt hier rechts die Osram. Ja. Und zwar schrauben wir die jetzt mal ein in unser schönes Testfeld. Habe ich jetzt hier mal testweise hier hingestellt. So. Wieder schön scharf stellen. Wir können aber den Stecker schon mal reinmachen. Im Grunde. Einschalten durch die Steckdose jetzt noch nicht. So. Als erstes hier mal die Osram. Ja, hier sind auch die Filamente auch gerade. Das sind auch die gibt es aber auch mit den gleichen Elemente. Aber ich finde, dass die, wo diese Filamentelemente haben, doch noch besser sind. Als die, wo dieses komische Plastikding haben hier. Ich gucke mal, ob ich das nochmal rein den Unterschied zeigen kann. Also man sieht hier schön, dass das so andere. Die sehen ja jedenfalls anders aus. Wie solche gibt es aber auch von Osram mit, wo die LED-Filamente innen drin so ausschauen. Und hier sieht man auch schon, das ist so ein komisches Plastikgerades und die. Ich glaube, dass die hier mit dieser Qualität, mit dem Design hier schlechter sind, die Filamente und LED-Filament. Als die, wo dieses die Bearbeitung haben, glaube ich. Das heißt, ich werde in Zukunft auch welche nehmen, wo die Form haben. Und die Filamente und nicht die andere. Und nicht das komische Plastik. Gut, das ist auf jeden Fall hier die Osram. Die schrauben wir jetzt auch als erstes mal ein. Und zwar hier nach rechts. Ja, das ist der Fokus natürlich. Aber wenn ich einmal zoome und wieder zurückgehe, müsste es auch nicht automatisch wieder fokussieren, oder? Nee, es klappt nicht immer. Kannst vergessen. So, genau, und jetzt hier die
Ich zeige das auch, dass ihr es auch wirklich sehen könnt. Hier die Müllerlicht. Ja, ist ein bisschen unscharf, aber man weiß, sieht's. Die kommen jetzt nach links. Ich schaue jetzt, wie gesagt, hier mal hier oben rein. Also Müllerlicht, Osram. Hier die Müllerlicht, hier die Osram. Strom an. Taschenlampe aus. Und Lampen an. Boah, also die Müllerlicht ist so hell. Schau mal, sehr gut hell. So, vielleicht die Osram, die ist eigentlich auch noch gut hell, weil die noch funktioniert. Ich glaube, da kann man gar keinen Unterschied jetzt sehen. Ich fokussiere die eben mal ganz schön an hier. So. Ich weiß nicht, man sieht hier gar keinen Unterschied. Die sind gerade beide gut, aber ich. Die Müm. Ja gut, die Osram ist noch einen kleinen Ticken heller, bilde ich mir ein. Minimal. Aber wirklich nur sehr fein hell. Weiß nicht, ob man hier das einen allzu großen Unterschied irgendwie demonstrieren kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr schön. Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich soll jetzt. Also ich, wie gesagt, man kann hier keinen Unterschied erkennen. Ich weiß auch nicht, ob das Video später dann negativ vielleicht ausfallen wird, weil es vielleicht kein richtiger Vergleich jetzt ist. Was ich vielleicht glaube. Aber es ist mir ehrlich gesagt egal. Ich versuche hier nur was zu zeigen, eigentlich so. Es soll auch nur zur Unterhaltung ein bisschen dienen, sage ich jetzt mal. Ja, so viel dazu. Dann können wir die auch schon wieder rausdrehen. Also, nichts Besonderes, ist auch nur ein bisschen lahm, sage ich jetzt mal, einfach langweilig. Aber ich finde trotzdem die LED-Filament immer noch ein bisschen besser als die herkömmlichen Glühlampenfarben. Ah, da habe ich auch eine zufällig. Komm, die vergleichen wir jetzt auch noch. Da steht nur keine Marke drauf, von welcher die ist. Ich habe hier noch eine Glühfaden. Komm, die nehmen wir jetzt noch dazu. Und zwar nehme ich jetzt auch hier ganz unverschämt mal. Ja, welches soll ich jetzt vergleichen? Oder rausnehmen für die? Die Osram oder die. Ich nehme die Müllerlicht. Die Osram war ein bisschen heller. Zum Gucken. Ja, es ist jetzt eine Glühfadenlampe hier noch. Die nehmen wir jetzt noch dazu. Aber wie gesagt, ich habe gerade keinen Plan. Steht hier eine Marke? Ah, doch, das ist auch eine Osram. Hier unten auf dem Sockel steht's. Muss ich eben mal wieder fokussieren hier manuell. Den Sockel schön anfokussieren. Ja, man kann erkennen, dass hier Osram drauf steht, ein bisschen. Osram. Ja, eine Osram. So als kleinen. So. Osram. Mein Osram. So. Gut, dann machen wir doch mal an. Halt vorher Taschenlampe aus. Ah, die ist. Ja. Das sieht man aber schon eindeutig. Das sieht man auch so. Bei der Glühfadenlampe hier sieht man so ein leichtes 50 Hertz flimmern. Bei der LED-Filament ist das jetzt nicht da. Mehr man sieht's. Und die LED-Filament macht mehr Licht wie die Glühfadenlampe. Und hier kann man schon ein bisschen den Unterschied erkennen, ne? Dass die hier heller ist als hier die Glühfaden. Also hier sieht man den Unterschied gut. Okay, 10 Minuten wird das Video lang. Ne, hier, da sieht man jetzt nicht so einen allzu großen Unterschied bei der Glühfaden, Wolfram. Als wenn ich jetzt hier die Wolfram anmache und die LED-Filamente dazu nehme. Also hier merkt man mehr Unterschied. So, machen wir die auch aus. Ja, und die werden auch schön warm. Aber die sind noch nicht heiß.
Man kann sie noch anfassen. Die war jetzt auch nicht so lang an. Gut, dann nehmen wir alles wieder raus. Jo, 10 Minuten hast du erreicht. Gut, dann sag ich auch wieder danke fürs Zuschauen. Euer Evans Win. Ubermus Drumfan 0 und 11. Nehmen wir die natürlich wieder hier rein. Die sind auch noch gut. Die werde ich auch noch benutzen. Ich weiß nur nicht, wo ich die reinschrauben kann. Ich habe da gerade momentan nichts verfügbar. Außer die Bartlampe, wie gesagt, wo jetzt zwei von dem Müllerlicht drin waren. Es war ein Dreierpack, da gab es für 7 Euro. Ein Dreierpack für 7 Euro ist eigentlich ein guter Preis, wenn man vergleicht, dass meistens schon eine einzelne Osram sagenhafte schon 10 Euro kosten kann. Oder ein Zweierpack. Ne, für die Wattzahl hier, für die 4 Watt ist gleich 40 Watt. Und die 6 Watt sind, glaube ich, 40 Watt. 60 Watt, meine ich. Aber die gibt es nicht mit E27. Sonst hätte ich da nämlich natürlich die 60 Watt Variante genommen. Wenn es auch E27 mit. Na. Gut. Ich könnte natürlich jetzt noch spaßhalber mal eine 60 Watt. Komm, das machen wir noch. Das bringe ich jetzt da noch mit rein, dann wird das Video länger. Jetzt habe ich mir noch eine spontane Idee gerade gehabt. Die bringen wir jetzt hier noch mit rein. Dann wird das Video etwas länger. Zwar, ich habe hier in meiner Ovalleuchte hier noch auch LED-Filament drin. Das ist auch eine 60 Watt Variante hier. Tatsache. Ne, 7 Watt ist gleich 60 Watt. Haben wir hier sogar. Oh, Made in China. Ist das auch noch hier? Made in China. Ja, ich hoffe, das war jetzt okay, dass ich es mal nachgemacht habe. Ne? Das ist jetzt. Ja. Gut, die Schrauben auf die Seite rein. Ich habe die Verpackung von der jetzt zwar nicht mehr. Ne? Jetzt muss ich hier nur gucken, welches hier die. Das ist die 40 Watt. Aber ich weiß, dass ich hier nur 60 Watt habe. Ach ja, und ich habe auch eine Halogenbirne. 60 Watt. Ne, das ist eine 70 Watt Halogen. Ich hätte hier auch. Die könnte ich noch zum Schluss. Zum Videoschluss nochmal reindrehen. Dass ihr die auch noch sehen könnt. Wenn ihr Lust habt. Mach's einfach. Ja, und hier ist die Osram 60 Watt. Die ist jetzt ein bisschen staubig. Ich werde die jetzt aber nicht für dieses kurze Video hier nicht extra abputzen. Okay. Oh, die ist ein bisschen kleiner. Aber okay. Das macht ja nichts. Ich habe bloß, wie gesagt, bei den Wolframen immer nur bei einer Sache ein bisschen Angst, wenn man die einschaltet. Und die können dann auch einen fetzen Schlag tun und dann sind sie durch. Bei den Wolframglühlampen. Boah. Die ist schon hell. Die ist aber auch nicht schlecht. Ah, da, bei hier in dem, bei der Qualität bilde ich mir an, dass sogar die Wolfram leicht heller ist wie die LED-Filament. Ich glaube, die ist hier leicht heller. Aber die LED-Filament macht schöneres Licht. Ja, die lasse ich auch nicht so lange an. Ich mach's mal. Vergleich nochmal hier so einen kleinen Lampen-Ausvergleich. Okay. LED-Filament und die Lampe hier. Ja. Keine Ahnung. So. Ich schraube die LED-Filament mal raus. Ich mache das nicht extra das Taschenlampenlicht an. Die kommt mit der Manualleuchte rein. So, jetzt nehmen wir mal kurz die Halogenbirne. Wo liegt die jetzt hier? Ist sie? Ja, sehen gleich Halogen. Boah, und die Halogen, ne? Die sind richtig schön. Die machen eigentlich auch noch ein schön ordentliches helles Licht. Ich finde die auch ein bisschen besser wie Wolfram. Noch, ja? Die sind einfach vom Licht einfach geil. Also man sieht, es ist ordentlich hell. Das ist auch gut. Das ist auch eine 70 Watt Variante. Die habe ich auch mal aus einer Lampe gerettet, ne? Wo ich mal was entsorgen musste, weil dann war in der Schrottcontainer, war hier eine Lampe oben drauf gelegen, habe die. Halogenbirne damals entdeckt. Ich habe die einfach rausgeschraubt und damals mitgenommen. Das ist schon lange her. Das war aber nicht in der Arbeit, sondern es war auch noch vor ich jetzt gearbeitet hatte. Bei einem Praktikum früher mal. Bei einer. Ja. Also, naja, also hier ist es natürlich jetzt klar, ist die Halogenbirne heller. Ein bisschen. Gut. Auf jeden Fall sieht man sehr schön. Na, kann sie nochmal schön anfokussieren, eine Nahaufnahme kurz zeigen. Und hier kommt auch gerade schon ordentlich Wärme. Ich werde die auch jetzt ausschalten. So.
Alter. Ja, die ist ein bisschen zu heiß. Ich muss hier kurz mal ein paar Sekunden warten. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Euer Elvin Civil, Ubermustram für 011.